Wenn beim Kind also die Diagnose Krebs gestellt werden muss, ist es ja für die Eltern, den zieht es den Boden unter den Füßen weg. Und deswegen versuchen wir nicht nur die medizinische Betreuung bestmöglich zu gewährleisten, sondern auch die Familien emotional aufzufangen und diese Hilflosigkeit, die besteht, mit ihnen auszuhalten. Dieser Kontakt entsteht dann, das ist fast wie eine Familie. Mir macht meine Arbeit Spaß, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ich wollte unbedingt auf diese Station, wo ich ausgelernt habe, weil ich es sehr interessant auch finde. Im Vergleich zu vor 30 Jahren, was machbar war, im Vergleich zu jetzt, ist das ein Riesenunterschied. Und das ist ja auch schön, weil es können heutzutage viel mehr Kindern geholfen werden, als was es noch vor vielen Jahren möglich war. Ich könnte mir keinen anderen Beruf für mich jetzt vorstellen. Wir waren ja total überrascht, dass wir so einen Zuspruch auch bekommen haben, so viele Stimmen bekommen haben bei dem Wettbewerb. Und wir freuen uns sehr über diesen Preis. Also war bei mir keine große Überlegung, dass das ein gutes Team ist. Das war einfach, also weil ich mich so geborgen hier gefühlt habe. Das geht über die normale Leistung einer Schwester hinaus, was sie hier machen. Und sie sind menschlich so anteilnehmend und auch humorvoll, dass man sich hier wie in der Familie aufgehoben fühlt. Ich war in meiner Laufbahn an mehreren Kinderkliniken, auch immer in Kinderonkologien. Und so ein tolles Team wie hier, das so auf Familien eingehen kann und so viel Wärme verströmt, das habe ich sonst nirgends erlebt. Ich finde überirdisch und galaktisch, dass das passiert ist, dass dieses Team hochverdient diesen bundesweiten Preis bekommen hat.